Willkommen zurück in Enchwarted. Ich hatte gestern, also in der letzten Folge, noch vergessen, euch zu zeigen. Ich bin wirklich immer noch Stufe 2, Level 2. Ich habe ja nur die Ausrüstung und den Gleiter uns geholt. Nicht gelevelt dabei oder so. Dafür gab es auch keine Erfahrungspunkte oder so. Als erstes werden wir uns jetzt eine kleine Hütte bauen, damit wir vielleicht die Nacht überspringen können oder hier so einen Bonus kriegen. Oben wird ja manchmal links angezeigt, nicht ausgeruht. Vielleicht können wir das irgendwie mit einem Haus regeln. Wenn wir auch nur was Kleines bauen. Haben wir Glück. Dein Block. Ja, nehmen wir 4 Meter, nehmen wir das hier, das spart ein bisschen Material. War ein komischer Weg da hinten. Also, wir können das Material hier drüber einfach entfernen. Das ist ja gut. So, jetzt schwebt natürlich die Box. Aber ist auch egal. So, oh nein, das war falsch. Wir wollen ja nur die flachen Material fahren. Also irgendwie gucken wir ja dann nach da, da ist noch nichts. Machen wir halt hier noch ein paar Steine hin. So. Groß muss so ein Haus werden. Machen wir mal so. Dann wechseln wir jetzt am besten mal auf Holz. Und nehmen jetzt mal ein paar Wände. Und stellen da eine Wand hin. Eine Wand hin. So. Jetzt passen. Ja. Hier vielleicht noch ein Fenster. Hier ein Fenster. Da wollen wir die haben. So. Setzt dann die jetzt hin. So. Und hier müsste jetzt eine Tür hinpassen, oder? Vielleicht. So. Und dann Dach drüber. Müssen nur gucken, ob wir auch irgendwie eine Beleuchtung haben. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ob wir die irgendwo herstellen können.
Weil sonst wird es hier nachts bestimmt ein bisschen sehr dunkel drin. So, also sieht aus wie ein Haus. Dann stellen wir den Fatzken jetzt. Ja, der kann... Aber warte, muss der drinnen stehen oder so? Haben wir diesen Beschwörungsstab noch irgendwo? Können wir erstmal so machen. So. Der kann da stehen. Können wir den auch irgendwie... So. Können wir die anderen Sachen auch umstellen? Aufnehmen. Okay. Stellen wir die Werkbank die Seite. Wir stehen im Weg, sehe ich auch. Vielleicht dahin. So. Und die Sache, kann man die Kiste? Ah, die können wir theoretisch auch versetzen, wenn wir eine zweite hätten. Aber die Sache, wo konnten wir die herstellen? Stauraum. Waren. Ah ja, da brauchen wir Metallschrott. Okay. Garn. Können wir dreimal Garn herstellen? Können wir. Stellen wir uns kurz eine kleine Kiste her. Am besten direkt daneben. Damit wir auch direkt Zeug da reinpacken können. So. Video. Haben wir jetzt irgendwas, was wir da rein tun können? Die Blöcke brauchen wir jetzt ja gerade nicht. So. Ah, okay, so geht das. So, Fetz. Holz. Ein. Ja, wir tun das erstmal. Erde. Brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Ben liegt ja draußen überall rum. Die kommen dahin. Haben wir das in der anderen Kiste? Sollen wir mal kurz gucken. Was ist denn in der anderen Kiste drin eigentlich? Ah ja, diese seltenen Sachen. Der kann dann erstmal raus. Dann tun wir das hier am besten. Das finden wir, glaube ich, öfter, oder? Tun wir das mit rein. Das und das. Ja, sieht auch schon mal gut aus. Ah, jetzt brauchen wir... Pfeile wären noch gut. Dann nehmen wir die Äste mal wieder raus. Ist, Pfeile. Das war... Wie geht das? Äste. Also da brauchen wir nur Äste. Wir können scheinbar auch noch keine anderen herstellen, oder? Hier brauchen wir Metall, also wir müssen unbedingt Metallschrott sammeln irgendwo. Spürnägel. Ja, der will ja immer noch hier einen Brennofen. 20 Steine will der Junge. Dann geben wir ihm schnell 20 Steine und dann... Machen wir vielleicht noch den Turm und wir waren ja an so einem Dorf. Wo wir auf der Karte gucken, leider von einem Wolf gekillt worden.
Und da konnten wir ja schon einen Level 3er besiegen. Der hatte ja Metallschrott dabei. Dann können wir da nochmal hingehen. Machen uns vorher ein paar Pfeile. Versuchen das auf Entfernung. Vielleicht klappt das ja. Den Pilz nehmen wir mit. Den haben wir ja im Lager. Äste. Hier noch ein paar Beeren. Die waren ja sehr gut. Pilz. Ups, ich stehe zu weit weg. Weil dann können wir uns, wenn wir die bessere Spitzhacke und Axt haben, vielleicht geht das dann schneller. Oder sie hält einfach länger. Den war ja dann. Aber wenn du sie aus einem anderen Material fertigen kannst, muss ja dafür irgendeinen Vorteil geben. Wahrscheinlich hält die länger. Die hat ja so einen Balken unten. Und wahrscheinlich nutzt die sich einfach nicht so schnell ab. So, sammeln wir ein paar Steine für ihn. Kriegt er seinen komischen Brennofen. Er kann ja draußen stehen. Erstmal. Ist ja nicht so wild. So. Brauchen noch ein paar Äste für Pfeile. Hier sind Bienen. Honig. Hier schon wieder falsch. Holz. Da waren jetzt aber keine Äste bei, ja? Dann nehmen wir ein paar Büsche. Da scheint es die meisten Äste zu geben. Aber es gibt nicht so viele Büsche, habe ich das Gefühl. Das sollte jetzt erstmal reichen. Schön alles wegpacken. Was wir nicht benötigen. Pfeile erstellen. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Da. So. Jetzt kriegt er seinen komischen Brennofen. Der könnte erstmal vor die Hütte hier einfach. Da so hin. Das Ding vorne. So. Will der denn? Ja, sind mich nicht voll. Kohle aus Holz, Scheite und Erde. Ah, da brauchen wir die Erde für. War gut, dass ich sie noch nicht weggeschmissen habe. Und wir haben nur ein Rezept, also dann gibt es bestimmt mehrere später. Holzscheite. Haben wir nicht Holz? Ja, haben wir. Ach du, 17 Stück braucht der. So, wieder wegpacken und dann holen wir uns mal so ein paar. Ah, cool. Das bald mal Äste brauchen wir jetzt gerade nicht. Ein Intelligenz. Aber lass mal hier. Hier haben wir Honig, Ausdauer, Heiltrank. Die Bären kommen jetzt hier hin. Auf dem Weg. Vielleicht finden wir auch einige Bären. So. Wo war das Dorf? Da wollen wir hin. Und auf dem Weg, vielleicht nehmen wir da noch Bären mit, wenn hier irgendwo ein Bärenbusch ist. Da zum Beispiel. Noch einer. Die sind ja gut, die heilen uns ein bisschen. So, 270 Meter in die Richtung. Und gucken, was wir danach machen. Entweder ist oben die Quest, tauchen in den Elixierbrunnen ein. Oder wir gehen in den Turm. Das haben wir ja den Tag noch nicht geschafft. Oh, achso, warte. Ja, hier.
Also mit E fest, einmal also E drücken, dann fängt er an zu schwingen. E ein zweites Mal, dann lässt er los. Okay. Also müssen wir nicht gedrückt halten. Vielleicht sollte ich eine Waffe hinhalten. Wir testen jetzt mal diesen Feuermagiestab, der irgendwas kann. Okay, scheint gut zu sein. Auch ein bisschen langsam der Zauberstab. Aber für diese großen haben wir ja noch keine Zauber. Die müssen wir uns bestimmt irgendwie freischalten. Warum können wir hier hoch? Eine Nachricht. Garn und Metallschrott. Das ist doch gut. Genau das, was wir wollen. Hier ist eine Kiste. Pfeile. Sehr gut. Da unten liegen Pflanzenfasern. Die holen wir uns gleich. Ganz knapp daneben ist auch vorbei. Eine Schatzkiste. Das mitnehmen. Jutine, sogar episch. Ah, hatten wir jetzt auf das Zeug schon draufgehauen? Einmal nicht. Feuerstein, grober Feuersteinblock plus ein mehr unter Werkbank. Okay, dann bauen wir das irgendwann mal ab. Hier ist nicht noch eine Nachricht. Glaube ich, oh, da ist ein Bärenbusch. Nehmen lieber diesen Bogen hier. Magierstab. Wie waren da letztes Mal hingekommen? Bestimmt runtergefallen. Hallo erstmal. Wollen euch mal besuchen kommen. Metallschrott, wie ich dachte. So. Dietrich. Da oben ist auch noch irgendwas. Gut, dass das so mit so Punkten markiert ist. Das, was du plündern kannst und das, was nicht. Ach krass, wo habe ich denn hingeschossen? Sag mal, schieß doch mal auf das Fass. Also mittlere Entfernung ist sehr nah. Ist hier irgendwas? Nein, aber warum stehen da Fässer? So, ein Loch, du. Da ist ja überhaupt nichts drin. So, wer hat denn jetzt auf mich geschossen? Da oben. Der kriegt jetzt aber erstmal ein bisschen das Gesicht umgestaltet. Hält aber auch was aus, du. Metallschrott. Genau das wollen wir haben. Eine Tür. So. Kommt raus. Ich will spielen. Also irgendeiner hat auf uns geschossen. Oh, wo ist er? Guck mal, da ist einer. Oh. Also, eine Nachricht für euch. Mal was plündern. Auch. Silberne Truhe. Zauberstab. Den können wir ja dann verschroten. Da fällt mir auf, wir haben keine Fackel mehr auf dem Weg
zum Sammeln. Ist mir aufgefallen, nur wenn du sie in der Hand hältst, die Fackel, braucht die ihren scheinbar Lebensbalken und dann geht die kaputt. Also einfach nur vom Benutzen. Aber immerhin leuchtet unser Schwert ein klein bisschen. Müssen wir uns mal eine Fackel noch bauen, wenn wir wieder zurück sind. Ein Metallschrott. Wir können auch mal die Markierung wieder entfernen. Wir sind ja jetzt hier. Da hinten steht noch einer. Mir dein Metallschrott. Ah, okay, die mit den... also modifizierten Bögen lassen sich leichter töten. Sprengstoff. Was? Wasser. Da sind schon wieder Explosionsfässer. Nehme ich den Bogen. Nutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um den Weg durch die Trümmer zu bahnen. Warum? Irgendwas? Warum sollen wir das machen? Oder das ist einfach hier nur geschrieben zum erstmaligen Erklären. Ja, voll gut. Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Oh. Ah ja, wir haben ja einen gefunden, ne? Was zum Lesen? Warte. Machen wir gleich. Ist hier Metallschrott. Gibt sehr viel zu entdecken. Das ist echt gut gemacht. Eine Kiste. Ausdauerring. Den werden wir gleich mal... Ich habe nur einen Ring ja gefunden. Erstmal anlegen, du. Ein Ausdauerpunkt, ein Ausdauerregeneration. Also der eine Ausdauerpunkt ist völlig egal. Aber wir scheinen durch. Wir sehen unsere Handschuhe. Also, aber die Ausdauerregeneration ist ja super. Holz. So, also eine weitere Nachricht für euch. Mal lesen. So, dann gehen wir jetzt gucken, ob hier noch irgendwo ein Hampelmann rumläuft. Ich denke mal, wenn wir da einfach drauf schlagen, sind wir instant Mause tot. Aber irgendwann müssten wir das mal testen, wenn wir stärker sind, ob wir das dann aushalten. Waren das hier nur so 4, 5 Hampelmänner oder was? Das leuchtet ja cool. So wie Jade. War doch eben irgendwas oben, oder nicht? Hallo, wer zu Hause? Ach, das Ding hat gar keinen oben. Wir kommen hier nicht eben schon. Kommt raus, egal wo ihr seid. Wir wollen spielen. Wasser nehmen wir mal wieder mit, das brauchen wir bestimmt auch für irgendeinen Quatsch. Cool, oben die Anzeige sagt sogar, wir sind unterwegs. Ihr habt recht, wir sind unterwegs. Holz. Wasser. Auch wir wollen Metallschrott. Bierfell. Also Kisten haben wir jetzt ordentlich gefunden, aber mit Gegnern und Metallschrott sieht das hier aber nicht so aus. Von irgendwas sammelbarer Metallschrott. Nein. Also wenn die Nachricht rot leuchtet, haben wir sie noch nicht gelesen, denke ich mal.
Okay, also das Rotschimmern verschwindet dann. Mysteriöses Fläschchen, ja, ob man das trinken sollte. 30% Schadensmultiplikator minus eine Minute maximal Zeit im Jasma. 30% mehr Schaden, aber nur gut, wenn du nicht im Miasma hockst. Im Miasma wäre das. Oh, guck mal. Oh, tot umgefallen. Metallschrott. Und gut, dass die Leichen leuchten, damit man sieht, ob man es schon eingesammelt hat oder nicht. Echt gut gemacht, alles hier. Bis jetzt macht es gut Spaß, das Spiel. Ja. So. Metallschrott haben wir jetzt. Metallschrott. 31. Die könnten aber ruhig nochmal was geben. Salz. Das haben wir aber jetzt auch das erste Mal gefunden. Maulwurf der Hochweiden. Baue jedes wertvolle Material auf den Hochweiden ab. E. Salz zählt als abbaubares Material. Obwohl wir es in der Schüssel gefunden haben. Das Dorf ist wohl fertig. Ja, jetzt deprimierend. Ich glaube, hier sind ein paar mehr. Da ist noch eine Kiste. Haben wir die denn übersehen? Warte mal, gibt das da Metallschrott? Ist ja aus Metall. Macht auch Erdwegblock. Ein anderer Block? Wegblock. Nix gedroppt, schade. Okay. Das hier ist doch ein Weg. Das ist doch nur Erde. So, dann werden wir jetzt. Ja, komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gehen wir jetzt mal gucken, ob wir da in diesen Turm reinkommen. Vielleicht finden wir da auch irgendwas Schönes. Ich meine, wir können ja die Waffe hier erlegen. So. Wenn wir jetzt was finden. Mal, wir machen mal Schutt kann weg. Wegmaterial aus Erde, welches dir erlaubt, deine Basis natürlich aus den Faden zu schmücken. Wir können Gehwege machen. Dann bauen wir denen natürlich die ganze Basis da weg, wenn wir das Zeug da kriegen. Feuerstein, mein Dietrich. Und hier Pflanzenfaser ein. Das kann erstmal weg. So ein Knochen kann auch erstmal weg. So. Vier Plätze. Na, sollte ja okay sein fürs Erste. Sonst tun wir halt noch die Erde weg. Weil die kann sowieso weg. Und können wir Erde ausrüsten. So. Gucken, was das für ein Turm ist. Ich war noch auch zwei Pfeifen, ne? Bin jetzt wieder da? Ja, stimmt auch Metallschrott. Hallo, hallo, Knister, Knister. Teilschrott. Auf in den Blitz. Was haben wir da bekommen? Eine Sense. Sense mal. Wasser. Holz. Ausrüstung reparieren. Das können wir mal machen. Knister, Knister, Knäuschen. Wer knuspert da mein Häuschen? Ritzel, Britzel. Ah, falsch getroffen. Egal. Miasma. Will nicht. Wo ist denn jetzt dieser? Ach, das war das, ne? Guck mal. Blitz. Stufe 3. Steckt der hier an? Ah, ein Kaninchen.
Hier mussten wir ja durch und der meinte ja, der Weg ist versperrt, wir kommen hier nicht durch. Aber ich sehe das nicht so. Aber jetzt die schönen Bomben verwenden wollte ich auch nicht. Holz, das kann weg. Holzschwert zerlegen. Holz, Holz, Holz. Haben wir 8. Oh, hier ist noch so. Was auch immer. Der macht mehr Platz. Ist ja gut. Ein Bogen. In grün. Direkt zerlegen. Haben wir hier wieder keinen Platz. Britzel, war komisch. Da vorne, wo der Schmied war, Level 1, hier Level 3. Und so normaler Balken eben. Aber jetzt ist ja noch gut. Ist er einfach auf mich. Mit ihm nicht. Okay, ich treffe ihn nicht. Ist dumm. Naja. Wo wir eben in diesem Dorf waren, die hatten einen anderen Lebensbalken. Wieder so ein verdächtiger Trank. Nehmen wir mal nur den mit. Da hoch, nur weil er mich ärgert, oder was? Da wollen wir doch schon zu dem Turm. Das scheint der richtige Weg zu sein, das ist immer gut. Ja, stirb doch einfach. Denn jetzt? Teilschrott. So. Mal so hochglitschen. Schon so. Brauchen wir uns ein bisschen Weg, wa? Wollen wir nur noch einen Eingang finden. Links, rechts, links, rechts. Da der Weg von da kommt, vielleicht hier. Hochweidenwarte. Okay. Ein Eingang. War das? Sind wir ein bisschen geflogen? Das ist mal ein Turm. Man selber auch so hochbauen kann. Wäre ja mal eine Maßnahme, wa? Oh, hier was zu lesen. Und hier will. Dieser Balthasar-Typi ist auch überall, wa? Verwenden. Oder waren wir hier schon in den Turm? Ach ja, ich glaube, ne? Wir kamen hier nicht hoch, weil wir den Haken brauchten. So war das. Gedächtnis wie ein Sieb. Ding. Tür aufgemacht. So. Jetzt haben wir ja den Greifhaken. Vergessen. Gehen wir mal lieber noch einen hoch. Aha. Vielleicht doch gedrückt halten. Da kriegt man ja ein Drehbuch. Müssen wir das mal rausfinden, wie der Greifhaken richtig funktioniert. Hey, lasse ich zu spät los? Oder zu früh? Mein Greifhaken kommt trotzdem nicht rüber. Aber was testen. Okay, das klappt nicht.
Das aber wissen hier. Ja gut, jetzt habe ich zu spät losgelassen. Das ist ja, würde man nicht jedes Mal die Treppe hochlaufen müssen. Also irgendwas scheine ich noch falsch zu machen. Also jetzt habe ich aber im richtigen Moment losgelassen. Wie soll man da rüberkommen? Da müssen wir im Schwung, also so nach oben, ein Stück vorher noch, dass unsere Schwungmasse noch höher ist. Ja, jetzt wollte ich wahr sein. Wir fallen immer exakt an derselben Stelle runter. Ach nee, wie soll denn das gehen? Ja, jetzt. Naja. Mich nicht wundern, wenn es ohne Gleiter überhaupt nicht funktioniert. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wo man da am besten loslassen muss. Warum soll ich da runtergehen? Wenn da ein Teleporter ist. So. Scheint ja ein anderer zu sein als mit der erste. So. Schalt er an oder nicht? Eventuell haben wir ihn getroffen. Wo müssen wir hin? Ach, hier ist eine Treppe. Also wir haben scheinbar getroffen. Ist jetzt schon der nächste? Von da sind wir gekommen. Ist das hier der nächste? Aber war doch jetzt einfach zu treffen, der Schalter. Komisch. Also Schalter mit Bogen voll einfach, aber dieses Überschwingen. Hier, die können wir einfach öffnen. Hallo. Also hier braucht man keinen Schalter. Ja, jetzt gehen die alle auf, oder? Also da ist ein Teleporter. Ja, wieso gehen jetzt die ganzen Türen einfach so auf? Also hier brauchen wir zwei Schalter. Ja, halte ich halt nur nicht fest. Mal da ist einer. Hier ist eine Schatzkiste. Oh, wo ist ein anderer Schalter? Also da hier alle Türen aufgingen, der ja hier irgendwo sein. Klar, voll stehen geblieben. Hier sind wir gekommen. Das ist nämlich der zweite Schalter.
da oben? Ach ja, das war ja super intelligent. Ja, statt den Gleiter zu benutzen, sollte ich eventuell schnell laufen. Ja, oder auch nicht. Mal da nicht hoch. Nicht. Ringspiele. So. Weile. Warte mal, die sind besser als unsere. 8 Schaden. 6 Schaden. Oh. Ein Weitsprung. Das habe ich gerade probiert. Komisches Spiel. Ja. Oh. Also ich wüsste nicht, dass man zum Festhalten eine Taste braucht. Eben hat er sich ja auch einfach so festgehalten. Oh nee. Ah, abgerollt. Kann ja aber nicht wahr sein. Ah, auf einmal. Oh, wo ist denn der zweite Schilder? Ah, da ist er. War aber knapp mit der Ausdauer. Abgerollt. So. Eine goldene Kiste. Zwei Hände. Ein Mensch. So, jetzt zum Teleporter. Vielleicht. So. So. Das geht. Sachen gibt's. Wir sind oben. Da hinten ist eine Stadt. Da ist noch so ein Turm. Da ist irgendein Gebäude. Hier vorne ist ein kleines Häuschen. Da ist eine Ruine. Da sind drei Blöcke. Okay. Ist. Da möchte ich eine Basis bauen. Wo da hinten, da wo die Spitze vom Helm ist, sieht aus wie ein riesen Tor zwischen zwei Bergen. Mit super tödlichem roten Miasma dahinter. Da ist ein offenes Tor in dieser Richtung. Okay. Da haben wir noch sehr viel. Euer Ort markiert. 10 Marker. Was ist denn das? Fragezeichen. Hochbeiden warte Schnellreise. Das sind Schnellreisepunkte. Also ist jeder von diesen hohen Türmen, also der da hinten auch. Das spart super viel Zeit, wenn du von, also Quest hast, so lauf bis ans andere Ende der Karte. Muss das nur einmal machen. Da ist die Brücke. Ja, warte mal. Doch, da sind. Irgendwo steht unser Haus, oder? Ja, das könnte gut sein. Also von unserem Haus über die Brücke. Rechts geradeaus. Ist hinter dem Gebäude da bestimmt auch eine Brücke. Hätte man noch einen zweiten Turm, der aber niedriger steht. Da hinten haben wir auch noch einen. Ganz da hinten, genau über der Helmspitze, auch noch einer. Hier sind 4. Ah ne, da haben wir ja gestartet. Da kann ja keiner sein. Hier. Auf den ersten Blick sieht man scheinbar 4 insgesamt. Bestimmt mehr geben. Möglich, dass irgendwo da hinten noch welche sind.
Man von hier aber noch gar nicht sieht. Dann werden wir direkt mal testen hier, Schnellreise. Okay. Da. Das ist ja cool. Hat sich ja doch gelohnt, den Greifhaken zu bauen und hier hochzugehen. Kann man immer ein bisschen abkürzen. Und man muss nicht überall so einen Schrein hinstellen. Will die Flamme irgendwas von uns? Jägerin und Alchemist. Okay. Der Typ kriegt noch Freunde. Du warst also an der Spitze der Warte. Ja, waren wir. Hat aber nichts zum Labern. Einfach nur so. Also Alchemie und Jägerin können wir jetzt machen. Was bringt... Also vielleicht am besten das, was in der Nähe ist, als erstes machen. Was davon ist denn jetzt hier was? Ruhium, Elixierbrunnen. Alte Wunden heilen. Eber. Fragezeichen. Alchemist ist da. Jägerin ist hier. Mal von der Warte aus gesehen, also man kann ja bestimmt runterspringen, aber wir kommen ja auch. Hier ist die Brücke. Diese kaputte. Und hier kann man ja logischerweise rübergehen. Also wir kommen dahin, ohne in Berührung mit dem roten Miasma zu kommen. Dann ist, bietet sich wohl Jägerin an, weil wir da schon so einen Weg sehen. Die zuerst zu machen dann. Und dann machen wir den Alchemisten, würde ich sagen. Ach, guck mal. Ah, wer lesen kann, ne? Der kriegt noch 4 Freunde. Also Alchemist, Jägerin sind, und Schmied sind 3. Nur dann kriegen sie noch 2 Freunde. Cool. Und wir haben Schnellreisepunkte. Von denen können wir ja dann runterspringen und gleiten. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Müssen halt nur die Schnellreisepunkte einmal freischalten. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Die Quests werden einen da bestimmt hinführen. Oh, guck mal, es möchte sterben. Sterben, habe ich gesagt. Jetzt du auch. So hin. Oh, da liegt. So. Dann werde ich das uns mal in die Kisten packen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Jetzt haben wir hier endlich Metallschrott. Und den Turm, der schon wieder weg ist. Hin. Ah, da oben ist er. Der leuchtet jetzt rot. Bis aktivieren. Dann sehen wir die auch nachts, bis wir sehen, in welche Richtung wir laufen müssen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann holen wir uns erstmal eine Jägerin und den Alchemisten. Aber als allererstes werden wir uns hier noch die verbesserten Hacken herstellen. Und gucken, ob die... Also welchen Unterschied die machen. Die haben ja Werte. Können wir uns dann mal angucken. Dann hoffe ich, hat euch wieder gefallen. Könnt ja sagen, was an der ersten Hütte noch umgebaut werden soll. Irgendwie die ihr eigenes Zimmer kriegen sollen oder ob eigentlich sinnvoller ist, die alle nebeneinander zu stellen, weil wenn die in einer Tour irgendeinen vollsilzen. Max Ausdauer erhöht. Ausgeruht, Wärme, inaktiv. Das sollten wir auch nochmal in den Griff kriegen, da oben links. Warum das hier nicht funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.